Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Apartment Nummer 4. Letzte Folge waren wir im Park, da waren allerdings die Bedürfnisse des Haushalts ziemlich niedrig. Ihr schreibt mir auch manchmal, dass ihr euch wundert, wie schlecht es diesem Haushalt immer geht. Und ich weiß auch nicht, was das ist, ob die Teenager einfach müder werden als die Erwachsenen. Ich glaube es eigentlich nicht, keine Ahnung. Und Amy und Lilly sind gerade sauer, weil die Nachbarn laut sind. Ich muss dazu sagen, meine Nachbarn, glaube ich, ziehen aus oder verrücken gerade Möbel. Also wenn es irgendwie im Hintergrund mal schlimm rumpelt, ich glaube, die sind da irgendwas am Machen gerade, dann liegt das wahrscheinlich daran. Aber es ist natürlich fürs Apartment Nummer 4 Let's Play fast schon authentisches Hintergrundgeräusch. Was ich jetzt gerne gerade mal machen möchte, ist noch mehr Kisten hier löschen, denn wir haben in den letzten beiden Folgen keine Kisten gelöscht. Und da würde ich doch sagen, das können wir jetzt vielleicht mal tun. Gleich hier das größere Mal. Und ich würde vielleicht das mal da runterholen und dahin stellen. Und dann könnten wir das hier vielleicht so ein bisschen anpassen. Ja. Das wäre schon mal das eine. Was könnten wir sonst noch tun? Sollen wir vielleicht mal aus dieser Ecke hier irgendwie was Hübscheres machen? Da wäre ich fast dafür. Dann verkaufen wir vielleicht das mal. Und dann könnten wir einfach einen einfachen, netten Schreibtisch dahin packen. Und können wir dann so den Computer aus dem Schlafzimmer rausholen. Und dann gibt es da drin dann auch wieder mehr Platz. Irgendwie so, ne? Wir wollten, oder ich wollte, und ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr zustimmt, das Apartment ja ohnehin Stück für Stück renovieren. Was für einen Stuhl haben wir da hinten? So einen? Wollen wir so oder wollen wir... Wir könnten mal gucken, wie teuer so ein Schreibtischstuhl wäre. Hier so einer. Hm? Das ist nicht sehr teuer. Und er würde ein bisschen Farbe hier mit reinbringen mal. Warum können... Ach, das ist wegen dem Bogen. Da, das müsste aber trotzdem noch benutzbar sein. Ja, da, das machen wir einfach trotzdem. So. Und dann... können wir den Computer da drauf packen und den Tisch auch... verkaufen. So, wollen wir das in der Farbe haben oder in einer anderen? Ich würde es für jetzt vielleicht mal in dem Türkis lassen. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass hier mal so ein bisschen Farbe reinkommt. Und wenn wir hier schon dabei sind, die Regale sind ja auch nicht so furchtbar teuer, oder? Weil dann würde ich vielleicht zwei Regale und so ein bisschen Deko, so den Anfang von ein bisschen Deko mal in dieses Apartment reinbringen, damit es sich ein bisschen wohnlicher anfühlt. Ich hole vielleicht auch hier die Lampe von... Huch, warum lässt die sich jetzt? Nein, warum lässt sie sich nicht nur mal platzieren? Ich weiß wahrscheinlich, weil sie auf diesem Dings stand eben. Genau, auf M könnt ihr übrigens immer die Positionen auf den Möbeln durchskippen. Ich glaube, ich möchte sie gerne hier haben, so. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das werden die ersten richtigen Deko-Objekte in diesem Apartment jetzt. Also, es sind schon Objekte hier drin, die streng genommen zu Deko zählen, aber die sind eher dafür da, damit das Apartment eben nicht schön und neu aussieht, sondern es sind dann halt die Kisten und so weiter. Vielleicht hier sowas, so eine kleine Pflanze. So, und dann vielleicht noch die Stifte. Wo haben wir die Stifte? Da. Und vielleicht die Bücher noch. Dieses Buchobjekt, was wir haben. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Und ich ziehe die Objekte nach oben mit Steuerung und 9. Das war eins zu viel. So. Guck mal, es ist nicht viel, aber im Vergleich zum Rest ist es schon mehr als etwas. Ja, hübsch. Okay.
Oh, das sieht richtig aus, als würden hier Leute wohnen und das auch noch gerne. Ich bin richtig begeistert. Ach ja. Und was machst du jetzt? Du gehst ein bisschen spielen, das ist okay. Du bringst hier gerade was weg. Danach könnten wir hier vielleicht mal höflich anklopfen. Oder warte. Ah, warte, wahrscheinlich hat Isa Angst davor, deshalb kümmern wir uns nachher um Isa. Sobald wir das geklärt haben. Oder sie muss zur Toilette, eins von beidem. Und wir sollten auch nochmal den. Ach, da im Futternapf ist noch drin. Da geht's ja noch. Ist euch auch aufgefallen, seit wir diese Tür hier haben und da keine Katzen durch dürfen, sind gar keine Katzen mehr hier gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das die Tür selbst ist, weil ich habe eigentlich wirklich nur diese Tür gegenüber der Katzen abgeschlossen. Hier müssten sie eigentlich noch rein dürfen, aber anscheinend mögen sie dann nicht mehr, wenn sie nicht überall willkommen sind. Hallo? Würde vielleicht jetzt mal jemand zur Tür kommen? Das wäre jetzt auch mal so gar nicht so furchtbar schlecht. Dann, upsie, wenn uns da keiner hört, vielleicht trommeln wir mal gegen die Tür. Ich wünschte halt, die Sims würden nicht immer direkt so furchtbar zornig werden, wenn mal Krach ist, weil ich meine. Ah, da ist Angelina. Wut verniedlichen. Nein, so machen. Können wir auch freundlich uns über den Lärm beschweren, sonst würde ich das vielleicht sein lassen. Ich wünschte halt, die Sims würden nicht immer so wütend werden, weil ich meine, jetzt ist 13 Uhr. Es ist nicht so, dass hier jemand schlafen will oder irgendwie sonst was. Ja. Ich finde irgendwie, immer muss man sich über Krach auch nicht so furchtbar aufregen. Oder, naja, gut. Vielleicht ist das bei anderen Leuten. Da war ihre Fantasie. Guckt euch das mal an, wie schön. Oh. Oh. Das finde ich ist so schön gemacht in den Sims. Das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, als sie da auf diesem Spieldings waren. Aber ich finde, das ist so schön gemacht. Huch, Testtag. Margo muss heute zwei verschiedene Tests schreiben und einer der beiden wird sehr schwer werden. Ah, das haben wir häufig. Ich würde sagen, für beide lernen. Leistungsverschlechterung klein. Naja, na gut. Was tust du hier? Plaudern. Okay. Okay. Können Sie vielleicht mal streicheln? Jetzt scheint alles gut zu sein. Also scheint wirklich, dass der Lärm gewesen zu sein. Und jetzt kann sie sich bei ihr die Probleme von der Seele reden. Wie schön ist das denn? Das finde ich so schön. No, und schon geht es ihr wieder besser. Kannst du danach mal die Wäsche ausräumen und weglegen. Ja. Dir geht's super. Möchtest du vielleicht hiermit noch mal ein bisschen sprechen vielleicht? Was hast du denn eigentlich an Fähigkeiten? Die Fantasie ist komplett um. Die Kommunikation wird jetzt wahrscheinlich auch super. Boah, guck mal, was für ein Kind. Hey, das war keine Einladung, dass du bei uns in die Wohnung darfst. Sie schlägt jetzt nicht unseren Teddy vor dem Kind, oder? Okay, sie hat sich nur bei ihm beschwert. Ich dachte gerade irgendwie, dann ging es aber los. Den Flusenfilter reinigen müssen wir jetzt mal. Da denke ich schon dran, seit wir vorletzte Folge das als Option hatten, weil die Sims können sterben, wenn man das nicht macht. Und sie muss nach draußen, dann bitten wir sie mal ein Geschäft zu erledigen. Ich würde sagen, spazieren gehen kann sie später mit Isa. Das ist ja nicht Amys Job. Mit Margot meine ich. Das ist ja nicht Amys Job, mit Isa spazieren zu gehen. Das ist ja eigentlich Margos Hund. Ich meine, klar kümmern sich alle so ein bisschen um alle. Aber huch!
Oliver hat die Verantwortlichkeit soweit, dass er ein Merkmal bekommen kann und dies und jenes und Telefon. Ja, ich weiß. Hä? Bei Margo klingelt auch der Direktor? Wieso das denn? Was ist dein Problem? Bei Margo ist es um die Schulleistung auch recht heikel bestanden. Das ist ja krass. Dann kann Margo aber vielleicht mal Isa herbeirufen. Dann kann Margo danach mit Isa mal Gassi gehen vielleicht. Warte mal. Oder sie kann auch hier einem gewissen John Kessler mal Hallo sagen. Höm, höm, wenn ihr schon so im Flur steht. Aber der geht schon wieder weg. Und du möchtest im Schrank weinen. Ach, Kinnas. Oh, man umarmt sich direkt. Das ist schon. Wir könnten vielleicht einmal mit ihm flirten und danach würde ich aber trotzdem gerne mit Isa Gassi gehen. Einfach so. Hunde sollten halt einfach ab und zu mal nach draußen. Am besten so. Also. Ich weiß, das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich, wie häufig sie das brauchen, aber zum Beispiel zu Hause gehen wir zweimal am Tag mit dem Hund spazieren und wir wären am Anfang auch dreimal gegangen, aber das war dem Hund zu doof und er ist nicht mitgekommen und ja, also er ist dann wirklich, hat versucht, alleine ohne uns nach Hause zu gehen. Ja, aber ich weiß, es ist Sims, aber ich hätte trotzdem gerne, dass wir das so ein bisschen, ne? Auf einmal sind die Katzen doch da. Guck, da habe ich heute ja erst drüber geredet. Wir können vielleicht mit ihr zusammen mal joggen gehen. Das wäre doch ganz cool. Und Amy, unsere Tierliebhaberin, könnte da natürlich mal auf freundliche Art und Weise vorstellen. Dann kommen sie wahrscheinlich auch alle rein. Und dann kann sie vielleicht hier mal alle Tierschüsseln füllen. Du könntest mal Hausaufgaben machen. Und dein Bruder auch. Ihr hattet auch die Idee, und das finde ich ziemlich cool. Du hast noch die Hotdogs da, sind die verdorben? Oh ja, die sind verdorben. Schade. Oder nicht die Hotdogs, die Veggie-Burger. Oh, guck mal, Amy ist alleine aufs Töpfchen gegangen. Das habe ich ihr, glaube ich, gar nicht gesagt. Ihr hattet die Idee, dass er in so einen Nerd-Club gehen sollte. Und die Idee finde ich super. Ich habe im Moment nur noch nicht genug Sims erstellt, dass sich so ein Club lohnt. Also, das kommt noch. Demnächst dann. Isa hat großen Hunger. Isa hat sogar da Futter. Das müsste eigentlich gehen. Und ich würde sagen, sie kann nach dem Spaziergang dann auch was essen. Das möchte ich jetzt nicht deswegen so plötzlich abbrechen oder so. Und was möchtest du machen? John bitten, Freund zu werden. Das könnten wir doch hier mal anpinnen. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Und Angelina ist einfach hier. Okay. hier können wir uns auch mal freundlich vorstellen. Oh. Würde ich mit ihr mal spielen. Wie geht's dir denn ansonsten, Liebe? Ist echt gut. Und dann würde ich sie vielleicht auch mal knuddeln. Dann kannst du mal verwenden. Und dann gucken wir mal, was wir noch im Kühlschrank haben. Dann mach doch lieber mal was zum Abendessen. Oder wir gucken mal, ob Margot bis dahin mit dem Spaziergang fertig ist. Dann kann Margot das vielleicht machen. Oder ob einer der beiden mit den Hausaufgaben fertig ist und er sitzt draußen kniend im Flur. Klar, wieso nicht? Kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. Wer ist da? Dich kenne ich nicht. Dich kenne ich auch nicht. Nach Hause zurückkehren. Siehst du mal, dann kannst du danach. Oder wisst ihr, was wir auch machen könnten mit den Sims? Die könnten nochmal in die Karaoke-Bar gehen. Es ist ja noch nicht so furchtbar spät. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Das würde ich, glaube ich, lieber machen. Wie weit seid ihr eigentlich mit den Hausaufgaben? Ihr seid fast fertig.
Warten wir vielleicht noch ganz kurz, bis sie fertig sind jeweils. Okay, und sie hat auch Hunger. Dann essen wir einfach doch das, was noch da ist. Dann ist es halt, essen sie halt Frühstückssachen abends. Das große Drama ist das ja auch nicht. Und Isa hat großen Hunger, aber Isa hat noch mindestens einen Futternapf, der gefüllt ist. Von daher müsste das eigentlich gehen. Hausaufgaben fertig. Supi. Dann kannst du, bis Dingens fertig ist, vielleicht auch nochmal. Upsi. Schüssel füllen. Sie ist auch mit. Ja, und Isa frisst jetzt auch. Dann würde ich sagen, die Teenies könnten mal los. Und was wir vielleicht auch sagen könnten ist, weil heute ja Angelina und Diana Krach gemacht haben, dass sie vielleicht als Wiedergutmachung heute Abend auf Lilly aufpassen, damit Amy auch mitkommen kann in die Karaoke-Bar. Das wäre mal so eine Idee. Oder warte, Margot könnte reisen, dann können wir vielleicht noch mehr Leute mitnehmen. Genau, dann können wir nämlich, dich wollen wir mitnehmen, dich wollen wir mitnehmen. Dich wollen wir mitnehmen. Warte, ist das jetzt der Haushalt an Teenagern? Ja. John Kessler können wir mitnehmen. Hier, Amy's Love Interest, in dem Sinn kennt sie gar nicht. Oder noch Freund, noch haben sie ja noch nicht so viel geflirtet. Aber vielleicht können wir den, wenn wir da sind, herbeirufen. Vielleicht geht das ja. So, wir sind hier. Ah, okay. Ein Karaoke-Wettbewerb findet statt. Sowas. Ich möchte gerade nochmal bei den Bedürfnissen der Leute gucken, wie es denen geht. Okay, Marie sollte mal zur Toilette. Aber sonst ist alles soweit eigentlich ganz okay. Achte, die Frauentoilette war, glaube ich, die. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Okay, wir probieren es einfach mal. Kannst du gehen? Und vielleicht können Oliver und Amy irgendwas zusammen machen. Ich glaube, die sind auch noch nicht so gut befreundet. Was könnten die beiden denn mal machen? Vielleicht irgendwas zu zweit? Wer ist da? Ben Miller ist wieder hier. Ja, ist ja klar, der ist ja auch Teil dieses dieser Gruppe. Vielleicht können die beiden einfach mal ein bisschen hier spielen oder so. Und dann, warte, warum geht's dir nicht gut? Schlechter Nachgeschmack. Okay, wenn es weiter nichts ist. Und dann würde ich gerne, dass Margot und John vielleicht so ein bisschen zweisam würden. Und ich vergesse es jedes Mal, dass hier noch so ein Tisch ist. Moment. Haben wir jetzt das Geld davon bekommen? Nee, ne? Das war nur vom Grundstück, okay. Ich dachte jetzt so, das wäre praktisch, aber sehr nicht wirklich realistisch, wenn man die Möbel von anderen Grundstücken verkauft. Marlene Mondrian ist auch hier. Und wo ist John hingelaufen auf einmal? Kaum sind wir auf diesem Grundstück, fängt das Spiel an zu ruckeln. Es lief vorher so schön. Wo ist er hin, der liebe John? John scheint verschwunden zu sein. Dafür haben wir erschreckte Frau in Handtuch, die hier rumläuft. Und oh mein Gott, guckt euch an, was Margus Mutter da trägt. Das würde sie freiwillig niemals tragen. Das kann nur ein Fehler vom Spiel sein. Da läuft er davon, der gute John. Dann gucken wir mal, ob wir dem noch irgendwie Hallo sagen. Über Schwarm flüstern ist vielleicht so ein bisschen mies, wenn er der Schwarm ist, dann von jemand anderem zu erzählen. Komm, wir flirten mal mit dem. Vielleicht läuft er auch nur hier rüber, weil er gerne etwas privater sein möchte. Wenn wir hier jetzt einen Ort finden, wo vielleicht eine Bank ist oder so, wäre das auch gar nicht so verkehrt alles. Haben wir hier irgendwo eine schöne Bank? Generell in der Nachbarschaft für die beiden.
ist das für eine Nachbarschaft ohne Bänke, meine Güte. Keine Bank, dann muss es ohne gehen. Hey, da ist eine Bank. Aber er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Oh, wahrscheinlich hat er heute irgendwie was anderes vor oder so. Ja, dann geh mal zur Toilette. Schade. Wirklich sehr, sehr schade. Und ihr solltet doch auch eigentlich was machen, Leute. Dann könnt ihr vielleicht zusammen mal das machen. Ich habe heute irgendwie nicht so die Karaoke-Idee. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, heute ist zu entspannt, um sowas zu machen wie Karaoke, was ja schon eher in Richtung schon spaßig, aber man macht mir... Warte, halt! Da ist er wieder. Dann würde ich sagen, Margo, lenk ihn ab. Das Verschwinden und Wiederauftauchen von John Kessler. Oder warte, tatsächlich, Margot, geh erstmal zur Toilette. Okay. Amy ist so dezent am... Hey, du solltest auch zur Toilette gehen. Eben hast du es nicht gemacht. Meine Güte, Mädchen. Gerade mal gucken, zu welcher Toilette Amy geht. Ich kann auch immer nur so viel machen, als dir sagen, was hilft. Selber machen musst du es dann schon, ne? Und er ist hier gerade. Okay, die brauchen so dringend Spaß. Vielleicht sollte sie schon mal... Vielleicht können sie und John zusammen Karaoke singen. Nicht John, ich meine Oliver. Vielleicht können sie das mal zum Spaß tun. Kannst du ihm vielleicht mal Hallo sagen? Kennt ihr euch schon? Ja. Könnten ja mal, solange Maru auf Toilette ist, hier irgendwie so 2, 3 Sätze sagen. Okay, du kannst mal hier zurückkommen. Und dann möchte ich gerne, dass Amy, seid ihr jetzt auf dem Weg, das Duett zu singen? Nein. Was ist denn los mit euch, Leute? Habt ihr überhaupt keine Lust auf irgendwas? Dann kannst du hier mal tanzen. Du kannst hier mal tanzen. Ach, das hast du noch gar nicht. Naja, gut. Ich habe vergessen, dass sie noch auf Toilette war. Du kannst hier auch mal tanzen. Aber warum nicht? Sie können ja trotzdem einfach mal tanzen gehen. Das ist ja nicht das Ding. Dann können wir ihm mal den Tag verschönern, einfach damit wir mit ihm ins Gespräch kommen. Okay. Und jetzt möchte ich gerne auf die Bank gehen, wo sie nebeneinander sitzen können. Das fände ich nämlich total süß. Ihr wisst ja schon, in meinen Let's Plays gibt es immer eine Bank der Verliebten. Bei Phoebe im Garten, bei uns irgendwie unten am Haus. Und die beiden, die drei tanzen auch. Und ich freue mich auch sehr, dass Amy diesmal mit unterwegs ist mit den Leuten. Und man nicht nur in der Rolle der Mutter, sondern jetzt einfach mal als Teenagerin ein bisschen hier Spaß hat. Und ich hoffe, hier dieser windige John Kessler, der einfach verschwindet und wieder auftaucht und alles, der kommt jetzt auch mit. Sonst wäre ich dezent erzürnt. Das ist eine sehr schöne Bank. Ich mag diese Bank sehr. Und da kommt er. Da kommt er angerannt. Da bin ich sehr froh drüber. So. Netter Versuch. Aber nein, du bleibst schön mal hier, bitte.
Was habe ich jetzt hier gemacht? Anmachspruch? Nein. Ich würde gerne, dass sie vielleicht mal Händchen halten oder sowas. Das wäre mir am liebsten. Sie können jetzt noch knuddeln. Wegzulaufen von uns. Okay, was ich jetzt auch mal machen werde vielleicht ist, dass ich die anderen drei auch mal nach Hause schicke. Ich meine, es ist ja schon irgendwie 23:30. Ich meine nicht, dass das jetzt so mega spät war, ist oder so, aber es sind halt schon Teenager und ne? Und du setzt dich mal in Bewegung, bitte. Ich kann verstehen, warum du nicht so gerne dem Typen immer hinterherläufst. Das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, aber es geht anscheinend ja im Moment nicht anders. Oh, das ist schon sehr süß. Aber das kann ich mir richtig vorstellen, dass sie vielleicht alle zusammen eine Party gefeiert haben oder halt einfach einen schönen Abend in dieser Karaoke-Bar hatten und vielleicht die anderen schon so waren, oh, ich glaube, ich bin müde, ich gehe nach Hause und die zwei einfach noch ein bisschen mehr Zeit unter sich haben wollten und hier geblieben sind. Versprechen, Lied zu widmen. Das finde ich so schön in den Sims, dass man das machen kann. Ich finde die Interaktion total kreativ irgendwie. So, machen wir das mal hier. Das ist hier. Er ist zumindest schon mal kokett. Das ist doch schön. Dann würde ich vielleicht gern, dass die beiden ihren ersten Kuss erleben. Ich finde es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das bei ihnen auf der Tanzfläche wäre irgendwie und jetzt nicht irgendwie bei einem mega romantischen Date oder so, sondern eher wirklich so, während man unterwegs ist. Oh, oh, die zwei. Dann könnten sie vielleicht mal Händchen halten. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon bitten möchte, dass die beiden zum Paar werden. Okay, ich glaube, das entscheidet das jetzt. Okay, er ist gegangen. Aber ich finde... Und sie macht direkt ein Selfie. Wahrscheinlich postet sie das gerade irgendwo und dann so nach dem Motto, um den anderen Leuten zu zeigen, dass sie so einen schönen Abend irgendwo hatte. Aber ich kann mir das bei Margot und John total vorstellen, dass das bei denen nicht so von Date zu Date an sich weitergeht, sondern dass sie generell sich in einer Gruppe von Leuten getroffen haben und dann einfach noch ein bisschen länger da geblieben sind als vorher und eben auch, dass sie nicht direkt zum Paar werden, nachdem sie sich geküsst haben oder so. Also so das finde ich gerade irgendwie ein ganz schöner Verlauf vom Let's Play und ich würde so gerne auch demnächst mal gucken, dass Amy, kann ich irgendwie hier mal, ja, wo haben wir ihn? Dass sie auch Christian ein bisschen besser kennenlernt vielleicht. Also schauen wir mal, was wir da noch machen. Aber ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!